Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stardew Valley mit Luigi, aka mich hier und dem Mario, aka dem Schakal. Guten Morgen! It's me, Mario! Bist gleich geflüchtet. So. Weiß ich, muss gleich mal abhauen. Grüß dich! Hallo, ich geh gleich mal rein. Timer. Sag mal, bei dir klatscht es da ordentlich. Richtig hart. Verschwunden! Ich habe meine Lieblingsaxt verloren. Wenn du sie findest, bring sie sofort zurück. Ich habe eine ganz schön schwere Zeit ohne sie. Wer auch immer sie findet, bekommt 250 G Finderlohn. Bohnen, okay. Junge, Bohnen! Bohnen! Schon gepflückt! Habe ich die rausgehauen. Oh. Nee, so funktioniert das nicht. Na, ich weiß. Mit dem Messer gießt man nicht. Das ist eine Weisheit, die mir mein Großvater beigebracht hat. Mhm. Diese Stereo ins Ohr pinkeln ist schon geil, oder? Doppelstrahl. Der Doppelstrahl, die Strahle dürfen sich nicht kreuzen. Ja, das sowieso nicht. Ja, gut, ich hab kein Wasser mehr. Nein! Na! So, pass mal auf, mein Freund. Folgen nochmal Hasen. Ich packe eine Bohne weg. Pack mal eine Bohne weg. Zack, die Bohne. Ja, warte, habe ich noch grüne Stiefel für Mario? Ich habe doch aber eigentlich relativ gute Stiefel gehabt, wenn ich mich nicht irre. Warte mal. Ich habe eins Verteidigung und eins Immunität. Ich habe doch die Lederschuhe aus der Kiste. Achso, dann hast du viel bessere Schuhe als ich, ja. Ja, dann könntest du eigentlich die verkaufen, nicht? Ja, muss ich zur Adventure Guild. So. Adventure Guild. Pass mal auf, folgendermaßen. Ich bringe erstmal meine Gießkanne weg, ja. Ja, ich bald meine Tasche. Warte mal, die Axt brauche ich ja jetzt auch nicht. Zack. Ich baue noch eine Kiste, wo wir das Erz reinpacken können. Ja, du kannst ja hier oben neben den Schmelzöfeln. Genau, das war mein Plan. Und du kannst ja schon mal in die Richtung City gehen, dir einen Rucksack kaufen, wenn du das passt. Juhu! Ich kaufe mich einen Rucksack. Ich verkaufe meine Bauen. Bauen mit Dummgrün. Haben wir auch noch. Was ist passiert? Oh! Endlich! Oh, hallo! Ey, du hast mich voll. Deine Zwischensequenz hat mich voll rausgehauen aus der Farm. Entschuldigung. Die war so heftig, da hat es mich direkt in die Stadt teleportiert. Wir können es ja mal überspringen, rein theoretisch öffnet sich ja jetzt nur das Gemeindezentrum. Ja, ich weiß aber nicht, ob man vielleicht nochmal reingehen muss und das Buch lesen muss, um dann festzustellen, hier kann ich ja gar nicht lesen. I don't know. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Angler, ein Katzenfisch. So, rein zu Pierres und bei Pierre kaufen wir uns jetzt einen Rucksack. Jawohl. Und schon sind Mario wir Mario hat die große Tasche gekauft. Eine große Tasche, da passen viele Pilzelein. Hallo. Geh auch nochmal rein. Was machst du jetzt? Ich fütter den jetzt hier mit einer Bohne. Oh, ich mag dafür wirklich nicht von dir. Den Rest verkaufe ich auch. Ach, du verkaufst das direkt bei dem? Ja, da haben wir nämlich direkt das Geld. Oh nein, mein Vater kocht heute das Abendessen, da ist sie traurig. Wollen wir eine Blume schenken? Ich glaube, die mag Blumen nicht so. Zack, er fängt wieder an, gegen Mülltonnen zu treten. Alter, habe ich eine alte Rübe rausgeholt. Aber noch besser als eine alte Oma. Ich habe meine Geode habe ich noch in der Truhe liegen. Ah ja, guck mal, du kannst mal hier, das habe ich hier was für dich. Das kannst du, ein Artefakt, kannst du in die Mülltonne bringen. Hm. Ins Museum. Und ich gehe die Geode aufpacken. Mülltonne. Das Kauhölzchen ist ein Artefakt, ja? Putz, was habe ich da rausgeholt? Ein zwergischer Helm, Alter. Und eine Kohle. Das hat sich ja. So, ein Kauhölzchen machen wir mal hier oben hin. Chewing Stick. Oh, der Dude hat gerade hier die Belohnung abholen. Blumenkohlsaat neunmal. Jawohl. Spendest du dem jetzt Kohle? Nee, ich spende dem den Helm, Junge. Guck mal da. Kannst du den nicht aufsetzen? Nee, leider nicht. Der sieht ja witzig aus. Irgendwie schon. Ja. Also wenn du den Blumenkohl jetzt noch anpflanzt. Moment, kommst du Skipper machen, ja, musiktechnisch.
Ja. Dann können wir bald nichts mehr nach dem Gießen machen, weil wir dann keine Energie mehr haben. Ja, ich weiß schon. Vielleicht packe ich den Kohl auch erstmal in die Truhe, dass wir das aufheben. Hm. Ich hätte die Frage, was tun wir als nächstes? Müll! Na, ja, sowas. Ah, nächste Sequenz, nice. Pfui, stinkt! Du stinkst! Deine Mutter stinkt! Punkt, Punkt, Punkt. Warum ist die verschlossen? Ich will die Kanalisation erkunden. Das ist eine gute Frage. Ich denke, Gunther hat nichts drunter. Nee, Gunther hat den Schlüssel. Professor Gunther? Der Mann, der das Museum, ja. Ja, ich habe mal gehört, der hat eine alte große rostige Schlüssel aus seiner Tasche fallen sehen. Eine gruselige Knallluke. Kanalluke. Wie diese kann nur eine große alte rostige Schlüssel passen. Was liegt denn da unten, lustiges? Irgendwas darin bewegt sich. Zieht er. Das ist so doof. Mit meinen grünen Stiefeln, na da, die passen perfekt zu dem Schleim. Ist wunderlich. Gut, ich brech ab. Das war's. Aber die Zwischensequenz hat mir verraten, dass da unten vielleicht noch etwas zum Ernten liegt. Könnte gut sein, ja. Aproposen. Fällt mir gerade was ein. Vielleicht weiß ich ja, wo die Axt liegt. Wir haben Abrennes. Oh, Löwensand, warte. Habe die Axt gefunden. Was? Du hast etwas gefunden, verlorene Axt. Robin sucht der Sicher danach. Was machst denn du? Was holst denn du ab? Frühlingszwiebeln. Geil. Habe auch eine gefunden. Hier, komm mal mit. Hier oben lag bei mir die Axt. Ach. Cool. Können wir die beide abholen? Nice. Und Frühlingszwiebel. Die war auch schon fertig, die Frühlingszwiebel. Ja, wenn die da sind, kannst du die einfach mitnehmen. Achso, okay, jetzt zwei, kommen wir nach Hause. Zwei Silber, zwei mit Silberstern und fünf normale. Ich habe zwei normale. Müssen wir eine vielleicht aufheben? Nee, mach. Ich bin mir nicht sicher. Also packen wir vorsichtig aber eine weg. Jawohl. Hä? Ist auch ein bisschen eine Orientierung verloren. Ich dachte auch, wenn wir nach oben gehen, sind wir schon auf der Farm. Die war dem nicht so. Nee, irgendwie nicht. Ja. Aber hier sind wir doch richtig. Ja, auch da. So. Nee, jetzt hast du die abgeholt, scheiße. Ich muss die auch noch abgeben. Also einmal eine rausholen jetzt. Naja, nix. Wir haben noch genug. Wusste ich ja nicht. Ich dachte, du bist schon fertig damit, weil du ja meine abgeholt hattest. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. So, hier ein. Dann behalte ich mal den silbernen Lauch. Den packe ich mal drüben rein. In den Sammel. Ach, ich habe meinen Lauch direkt verkauft. Ja, mach das mal. Zack. Zack, Kupferbarren. Hat ein Problem. Untersuche das Gemeindezentrum. Robins verlorene Axt, finde die Axt. Axt ja, haben wir jetzt unten, nicht mehr machen. Was denn? Du warst jetzt schon im Gemeindezentrum, oder? Ach, vielleicht muss ich das auch machen. Nee, ich war in der Zwischensequenz da. Ach so. Ich muss jetzt trotzdem noch meinen. War hier nach oben, ne? Jo. Hier nach oben und dann so schräg. Diagonal. So. Links. Da war eine Wand im Weg. Guck mal, was da leuchtet, Junge. Ein Kupferbarren an Mario anbieten? Nein. Ich glaub, genau so wird das ausgesprochen. So, jetzt brauchen wir ein Gemeinschaftszentrum, oder? Na, jetzt kriegen wir nächsten Tag einen Brief vom Zauberer, dass er sagt, ich habe gehört, du hast da was gelesen, was du nicht verstehen kannst. Von dem ultra krassen Zauberer. Wollten wir Robin nicht noch ihre Axt bringen? Ja, die haben inzwischen zu. Ach, Mann. Ja, die Arschlöcher.
Vor allem sieht die Axt wirklich aus wie aus der Steinzeit. Ja. Knochen mit einem Stein. Verbunden. So. Durch einen Draht. Wo packe ich denn die Saat rein? Hier? Ja. Passt schon. Man weiß das nicht. So, Caterpillar, grüß dich. Wetterbericht. Teils wolkig mit einer leichten Brise, erwartet eine Menge Pollen. Juhu, dann heißt das, morgen kommen wieder die Sakura oder was? Gute Nacht. Gute Nacht, Mario. Wir sagen so etwas nur, wenn wir sind in die Bett. Nee. Jawohl, Alter, jetzt kann ich auch endlich mal einen Standarddünger bauen. Junge hat die Karotte viel gebraucht. 131? Für so ja, gut, das war noch der Löwenzahn und die Frühlingszwiebeln. So, 12. Tag. Im Frühling. Meine Quellen verraten mir, dass du dich ein wenig im alten Gemeinschaftszentrum umgeschaut hast. Warum stattest du mir nicht einen Besuch ab? Mano, ich wollte gerade singen. Meine Gemächer befinden sich westlich des Waldsees im Steinturm. Ich habe eventuell ein paar Informationen bezüglich des Ratenproblems. M. Rasmodius Zauberer. Komischer Nachname. Oh, mach mal Post. Wir haben einen Brief gekriegt. Ich frag mich nur von wem. Kann ich dir sagen, Bürgermeister Levis. Levis? Das ist der ja, die Jeans macht. Na, genau der. Der hat uns, sagt uns Bescheid, dass wir morgen dann zwischen 9 und 14 Uhr vorbeikommen sollen, um an der jährlichen Eierfeier teilzunehmen. Die Eierfeier? Mhm. Die Eierfeier. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt gleich Richtung Robin. Ja, erstmal ganz fresh. Erstmal fresh noch gegeist. Oh, du kannst den Blumenkohl ja noch anbauen, wenn du möchtest. Den du gefunden hast im Museum. Und naja, lass uns erstmal die Axt zurückbringen. Okay. Dann gehen wir zu Rasmodius. Ich habe erstmal alles abgelegt, außer die Axt. Lass mich mal noch hier ein bisschen Hoggy einpogge. Warum willst du eine Hogge einpacken? Postinorge. Goldene Postinorge, die packe ich noch weg. Den Rest, den verkaufe ich. Ich muss ja immer noch den Brief abholen. Guten Tag, ich bin der krasse Zauberer. Was hat denn der für ein krasses Briefpaper? Oder? Ist ja fast wie bei Animal Crossing, Junge. So mit unterschiedlichen Briefpaper. Jo, was machst du da oben? Hallo. Was? Sag ich nicht. Prähistorischer Rückenwirbel. Der gerade ausgekommen. Hast du gerade gefunden oder was? No? Ich dachte jetzt, warum wirst du jetzt einfach so random was. Wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Zu Robin. Die ist in dem. Das ist die Holzfachfrau. Die Holzfachfrau? Und das ist noch ein Wurm. Witz. Ein Buch. Du hast dein Buch gefunden. Lese es und feststellen, dass du nicht lesen kannst. Robin! Hallo Robin! Beams, ein Robin! Ey, du hast meine Axt gefunden, das war eine Erleichterung. Ich hab mir fast. Nee, ich will nicht dir die Axt anbieten. Nein, ich will die nicht haben. Geh weg. Ich will die Axt gefunden. So, abholen. Triff den Zauberer. Na du alter Lauchsammler. Das ist mein Hut, Mann. Ich trage jetzt Assi-Palme. Oh, das sieht aus wie so eine Sheriff-Marke mit einem Loch drin. Ja, irgendwie schon. Als du das eben gesagt hast, was du gefunden hast, das klang wie so ein Angriff. Prähistorischer Rückenwirbel. Das ist mein neues Pokémon. Im Lied haben sie auch gerade gelacht, nachdem du gelacht hast. Sowas. Das ist ja gar nicht lustig.
Auf zum Ultrazauberer. Auf zum Atom. Ey, du bist schneller als ich. Du bist ja fies. Erstmal schön die Gießkanne gekauft. Guck hier, wer ist? Oh ja, da gibt es manchmal seltene Sachen zu kaufen. Oh. Na, die Narzisse wollte ich zwar nicht essen, aber okay. Kokosnuss. Tulpe, Radieschen können wir gleich. Mega Bombe. Heiratsring-Rezept. Wir könnten uns einen Heiratsring bauen. Und dann können wir uns dann gegenseitig heiraten. Dann können wir uns gegenseitig heiraten, ja. Ha, okay. Radieschen, lasse sie im Sommer wechseln, 6 Tage heran. So, ich geh zum Zauberer. Gibt's mehr? Oh. Guten Tag, Herr Zauberer. Was geht noch bei Ihnen? Ich habe gehört, Sie haben einen richtig krassen Salat da. Radieschen. Einen krassen Radieschen-Salat. So, liest du vor, oder was? Ja, ich lese vor, Mann. Ah, komm hier rein. Und du liest uns vor. Ach nee, wir sagen ja gar nichts. Wir sind ja stumm. Ich bin Rasmodius, Sucher der Arkanen, Weisheiten, Wahrheiten und sonstiger Heiten. Vermittler zwischen dem Physischen und dem Ätherischen. Meister der 7 Elementare. Hüter des Heiligen Grab. Naja, du verstehst es schon. Und du, Luigi, deine Ankunft habe ich schon lange vorhergesehen. War noch Wahrsager oder was? Hier, ich will dir etwas zeigen. Nicht das verstecken. Lass die Hose wieder oben, Junge. Sieh her. Nein, bitte nicht. Und nein. Du hast schon einmal einen davon gesehen, oder? Hat der einen grünen Apfel gekackt mit Arm oder was? Ja. Sie nennen sich Unimaus. Es sind mystische Lebensgeister. Aus irgendeinem Grund weigern sie sich, mit mir zu sprechen. Futzalarm. Ich bin mir nicht sicher, warum sie im Gemeinschaftszentrum leben, aber es gibt keinen Grund, dich vor ihnen zu fürchten. Da war ein Buch. Und ich habe reingesehen, konnte nicht lesen. Du hast eine goldene Schriftrolle mit einer unbekannten Sprache gewonnen. Höchst interessant. Warte hier, ich werde mir das mal persönlich anschauen. Ich bin gleich wieder zurück. Lass mal noch so Peace. Wo ist er hin? Rock'n'Roll. Hier nicht, da nicht. Okay. Ich habe eine Notiz gefunden. Die Sprache ist verworren, aber ich konnte sie entschlüsseln. Wir, die Unimo, helfen dir mit Freude. Als Gegenleistung bitten wir dich um Geschenke aus dem Tal. Wenn du eins mit den Wäldern bist, wirst du die wahre Natur dieser Schriftrolle sehen. Genau, wirf erst mal den Zettel da rein, oder was? Eins mit der Waldmagie. Was meinen sie damit? Sniff, sniff. Aha, der hat mal schön an seiner Bon gezogen da, seinen Zauberbon. Aha, komm her. Willst du auch mal? Mein Käse blubbert nur vor Zutaten aus den Wäldern. Babyfarm, Moosmaden, Karamellgiftpilzchen. Kannst du es riechen? Hier, trink aus, lass die Essenz der Welt auf deinen Körper durchdringen. Goblin. Richtig schön einen dicken Zug nehmen hier von dem komischen Gebräubier. Und sie auch mal begegnen. Jetzt geht's voll ab, Junge. Willkommen in der Inception, Alter. Das Geile ist, meine Hintergrundmusik passt gerade perfekt. Ich sehe Bäume. 4 Bäume. 5, 6, 7 Bäume. Es werden immer mehr. Wow. Davon bestimmt nicht einmal sprechen, die Bäume.
Du hast die Kraft der Waldmagie erhalten. Jetzt kannst du die wahre Bedeutung der Junimo-Schriftrollen entschlüsseln. So, jetzt bin ich draußen. Jawohl, also seine Frau sie kickt. Ja. Junge. Nochmal rein und ihm vor's Schienbein treten. Ich glaube, die Leute haben Angst von mir. Ja, warum? Also, wenn du hier jeden so ein komisches Zeug anbietest. Was ist das hier? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was machst du da? Da dürfen die Leute rein, denen ich vertraue. Okay. Aha. Ja, Junge, ich hab was ganz Schönes für dich. Warte, ich biete ihm auch was an. Vielleicht will ein Merk dich. Das hier? Vielleicht werfe ich es in die Flammen und schaue, was hier. Wichser, Wichser, ich werde dich töten mit meinem Schwert. Alter, wie bist denn du dich gerade raus teleportiert? Junge. Ey, yeah, Mann. Sonst wie schon wir 1920? 1920? 1920. Ey, ja. Mario wird dunkel. Was willst du tun müssen? Du mit deiner krassen Hut. Aber auch Hut. Guck, meine Hut hat ein Loch. Mein Hut, der hat ein Loch. Ein Loch hat mein Hut. Na, rein theoretisch hättest du ja das Ding eigentlich auch spenden können, oder? Ja, das hatte ich eigentlich vor, aber hab nicht damit gerechnet, dass das so lange dauert. Dass der uns so lange besoffen macht. Stimmt. Dann würde ich sagen, bevor wir ins Bettchen gehen, schließ mal den Wachmann noch vernünftig ab. Ich gieß mal deine Katze. Fünfmal Mix zieht. So, und dann vielleicht den Blumenkohl. Blumenkohl. Ich habe noch eine gemischte Saat. Voll weg, die Knusprung. So. Ich bräuchte mal hier oben rein theoretisch noch ein Feld, aber ich habe keine Hacke. Ja, auch keine dabei. Doch, ich habe eine dabei. Ich bin voll clever, ich habe eine dabei. Wutz. Da ist auch Dünger. Ja. Dünger ist überbewertet. So, haben wir noch vier Stück. Und der Berski hin, naja, dann. Das Wetter morgen noch wird und dann würde ich sagen, morgen wird es. Oh, morgen ist das Festival. Morgen wird es klar und sonnig. Perfektes Wetter für das Eierfest. Morgen ist das Eierfest, Junge. Morgen können wir Eier schaukeln. Da ist der Bruder und Eier schaukeln. Jawohl, dann gehen wir jetzt ins Bett. Jawohl. Wir gucken uns noch die Zusammenfassung des heutigen Tages an. Jawohl. Naja, immerhin etwas. Das wird aber mit der Zeit mehr. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare für Soßenrezepte. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, macht's gut, bis dahin und schausen. Tschüssi.